Okay, wir haben auch die Bestrafung von Alina gedreht. So eine gute Sendung. Aber wo ist denn Alina überhaupt? Stimmt. Alina? Alina? Alina! Erbärmlich! Wir sind hier nicht in San Marino. Und wir sind hier auf dem San Junior ESC. Da kriegen ja russische Hummers besser als ihr. Ihr dürft dem Gegner keinen Raum zum Atmen lassen. Wenn das beim nächsten Mal wieder so ist, dann seid ihr alle gefeuert. Sehnscheidentzündung? Wen interessiert denn deine Schmerzen hier? Es geht um Herzchen. Ihr müsst das Pressing hochhalten. Stefan früh stören. 3 Wochen hat er geübt. Weitermachen, die nächste Sendung steht davor. So läuft das also, wie, Alina. Diese Frau habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kenne die Frau nicht. Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim dritten Songcheck. Herzlich willkommen. Willkommen. Wir nehmen uns jetzt die erste Hälfte des zweiten Halbfinals vor mit jeder Menge Hochkarätern. Jetzt kommen wir mal zu den Favoriten. Aber vorher haben wir noch eine Meldung, die wir verkünden müssen. Ganz tolle Nachrichten aus Israel. Es steht jetzt fest, wer da auftreten wird beim Finale. Und wir sind wirklich aufgeregt, weil nicht nur die Namen sind toll, sondern auch das, was sie machen. Wer tritt denn auf? Eleni ist dabei. Mons ist dabei. Werker ist dabei. Ja, und Conchita. Conchita auch. Und was das, ne? Sie treten nicht nur auf, sondern sie singen jeweils die Songs des anderen. Conchita wird Heroes singen. Mons singt dann von Eleni Fuera, Fuego. Eleni singt Werkers. Ja, ey, was ist das? Eleni singt Werker. Und Werker singt toll. Das wird so gut. Ich finde, das ist eine so einfache Idee und die ist so genial. Da werde ich jetzt schon ganz heiß, wenn ich an das Finale denke. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich diese Sendung überstehen soll. Aber wir fangen jetzt trotzdem an. Ich wollte sagen, bevor wir die Sendung starten, müssen wir natürlich noch mal die Punktevergabe regeln. Stefan und ich haben jeweils 50, nicht jeweils, haben zusammen 50%. Und ihr könnt die anderen 50% der Punkte vergeben, damit wir dann am Ende einen Sieger küren können. Einfach auf eurovision.de. Und natürlich auch mitdiskutieren. Mhm. Auch wichtig. Genau. Und wie immer sind unsere Experten dabei. Wir stellen euch vor... Isabel Varell, letztens hat sie in der Sendung gesagt, Serhat sei ihr Schnuckelchen. Wer soll denn diesmal dein Herzblatt sein, Isabel? Wir freuen uns drauf. Wenn Sandra diese Sendung schauen würde, sie wäre so stolz auf ihn. YouTube-Legende Fresh Torge. Er leiht dem ESC seine Stimme jedes Jahr. Kommentatorenlegende Peter Urban. Der Safran im deutschen Entertainment-Gewürzregal, Larissa Ries. Dieser Mann ist tagsüber Radiomoderator und abends schreibt er Krimis. Der Journalist Thomas Mohr. Er kann alle Songs des Ach, oh nein. Erstmal die beiden, die sich besser bewegen können als die Tänzerinnen von Esther Pony, Bruder Brese und Marcel Stober. Und dann haben wir einen Mann, da weiß ich nie so richtig, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein soll, was er mir sagt. Aber er macht das immer charmant. Jan Feddersen ist bei uns. Jetzt aber, er kann alle Songs des ESC seit 1956 auswendig und das auch noch in allen Sprachen, die in Europa gesprochen werden. Dr. Irving Walter. Bestimmt auch alle Dialekte. Sie deutet Gestik und Mimik, die Schauspielerin Katrin Ingendo. Er wird auf YouTube mittlerweile für seine scharfen und treffenden Analysen gefeiert und hat deshalb zu Recht unser Fanvoting gewonnen, Paul Klur. Und dann schauen wir natürlich wieder mit der ganzen Familie und diesmal mit der Olivia Jones-Familie dabei ist Funny Fantastic, Vanity Trash und Barbie und Lee. Unter der Fassade seiner Fliege, da lauert das Böse. Und die Liebe und der Charme, SWR3-Moderator und ESC-Ultra-Konsi. Diese Seite kennt ihr alle, die internationale Fanseite Vivi Blogs mit William und Devin, die uns Eurovisionsnachrichten mit Attitude jedes Mal verleihen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ganz wichtig ist natürlich, wir wollen mit euch diskutieren, auch wieder in der Sendung, also Hashtag Songcheck bei Twitter, Facebook, auf unserer Seite, bei Instagram, wo ihr unterwegs seid, damit wir dann eure Kommentare vorlesen können. Schreibt uns. Und Herzchen könnt ihr auch wieder vergeben, entweder für Alina oder für mich, wenn ihr diese unfairen Methoden da nicht unterstützen unfaire wollt. Unfaire Methoden, du hast doch irgendwas gedreht beim letzten Mal. Stefan hat 80% vorne gelegen, also zu 80% auch gewonnen. Ganz ehrlich, irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler. Es lohnt sich, für mich zu stimmen, weil die Strafe, die Alina in der letzten Sendung bekam, die war doch lustiger als erwartet. Wir lösen das zum Ende auf. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt starten wir, oder? Mit dem ersten Song. Sribuk aus Armenien hat eine klassische Musikausbildung und kann viele Instrumente spielen, deren Namen wir nicht aussprechen können. Trotzdem hat sie sich für ein freshes, modernes Lied entschieden und präsentiert ein starkes Frauenbild, Intensität und ein Video, was uns slightly dizzy werden lässt. Aus Armenien Sribuk mit Walking Out. What I waited for,
Da nimmt sie sich die Krone ab. Denn sie möchte nicht mehr die Krone für ihren Freund sein, die Krone, mit der der Freund sich darstellen kann. Ja, ich finde, da ist auf jeden Fall, sie wird ja das Alte los, da ist jetzt Platz für ein schönes Röhrenrad und eine Windmaschine auf der Bühne, oder? Schmeißt die alten Sachen raus. Nein, überhaupt nicht. Ich mag's. Ich find's wirklich gut, weil das sehr dynamisch, sehr kraftvoll ist und irgendwie, finde ich, tut das dem zweiten Semi als Start auch total gut, oder? Ja. Also sie ist ja auch eine tolle Person, sie inszeniert sich toll. In dem Video ist es vielleicht ein bisschen zu übertrieben, manchmal. Aber der Song hat eine Botschaft und der Song, der knallt, ja. Und das sehen unsere Experten, glaube ich, zum großen Teil ähnlich. Srbuk. Wie spricht man Armenien aus? Die junge Alyssa Milano aus Charmed, zauberhafte Hexen, ist wieder da. Sie hat irgendwie ihre Haare seltsam geflochten und sieht alles wie beiläufig aus. Ich finde die richtig cool. Also ich mag sie als Person total gerne. Und dann tanzen da plötzlich Leute um sie rum. Und dass sie da auch eine coole Choreo dazu machen. Und dann könnte das ganz spannend werden in der Kombi. Und das macht ja den ESC aus. Die beste Kombi aus Song und Performance und auch noch Gesang. Man wünschte, dass diese interessante Klangfarbe ins Finale kommt. Aber ist halt so ein bisschen... Hoffentlich versauen sie es nicht. Ja, glaube ich, eine krasse Geschichte, die sie sich da so überlegt haben. In dem Song geht es um Schmerz und Trauer nach einer vergangenen Liebe, aber ich habe mal aufgeschrieben, welche Vokabeln darin vorkommen. Schmerz, Trauer, Schande, Niederbrennen, Blut. Der erste Refrain, den finde ich super langweilig. Der zweite ist dann noch ein bisschen geiler. Da kommen so ein paar Tröten und Trompeten und sowas, das finde ich ganz cool. Tröten sind immer geil bei mir. Tröten sind amazing. Am Ende steigert sich die Dramatik immer so sehr, da bin ich immer vollkommen raus. Ich finde, es ist zu viel. Und das sag ich, der das Credo hat, mehr ist immer besser. Zu viel Stimme, zu viel Instrumente, zu viel pam 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 pam. Das hat für mich schon ja was Musical-mäßiges. Das können gar keine ehrlichen Emotionen sein. Das stört mich und das irritiert mich und das mag ich nicht und das finde ich doof. Srbuk ist da ja jetzt auf diesen Emanzipationszug aufgesprungen und singt über eine gescheiterte Beziehung, die sie hoch erhobenen Hauptes verlässt. Und im Video wird sie dann ja von bösen Männern durch die Gegend gestoßen und das soll die Gewalt gegen Frauen symbolisieren. Alles schön und gut, wenn es nicht so fürchterlich berechnend wäre. Und ein Song ist das auch nicht. Der Song hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn relativ belanglos finde. Der greift mich nicht so richtig auf. Geht so an mir vorbei und ich habe auch jetzt schon wieder so halb vergessen, wie das Lied geht. Ich auch. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Tut mir leid. Ja, also ich finde, es gibt ein paar Sachen, wo Marcel recht hat. Es ist nicht so einfach, sich das Lied zu merken. Und das liegt daran, dass die Produktion manchmal ein bisschen unglücklich ist. Das Lied hat eigentlich eine große Kraft. Es hat einen großen Refrain, dieses Walking Out. Aber dadurch, dass da so viele verschiedene Synthi-Sounds drunter gematscht werden, klingt das alles wie so ein großer Topf Kartoffelsuppe. Also ich habe mich aber erstmal gefreut darüber, dass es da überhaupt einen Höhepunkt gibt. Ja? Das hatten wir bei anderen Ländern vergeblich gesucht. Und auf einmal ist da diese Steigerung am Ende, dieses Momentum, was man ja wirklich manchmal braucht, wo dann wirklich alles explodiert auf der Bühne. Das muss sie halt natürlich nur sauber und gut singen. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht. Gerade dieser eine, du weißt, welchen Moment ich meine. Die Halbtonsteigerung. Ja, ein fast vergessenes Mittel der Dramatik in Songs, was früher oft genutzt wurde und hier wirklich passt. Was uns jetzt wieder aus Armenien dargeboten wird. Nein, aber ich finde es wirklich, ich finde es cool, was die machen und ich kann mir vorstellen, dass das gut funktionieren wird, gerade so als Auftakt. Ja, also ich finde, am Anfang ändert der Sound total an Imagine Dragons und dann kommt eben dieses ganze Synthi-Zeug. Was die Imagine Dragons weglassen, ist hier drauf. Und wenn man das weglassen würde, dann würde er noch viel besser funktionieren. Trotzdem, glaube ich, hat er auch in dem starken zweiten Halbfinale gute Chancen, ins Finale zu kommen. Ja. Was meint ihr? Genau, das ist natürlich die große Frage. Lucius schreibt uns, eine starke Frau mit starkem Song, wie ESC bewährt, kommt ins Finale, ist da aber Füllmaterial. Okay, du denkst schon weiter. Switzerland 12 Points. Dein Favorit kommt natürlich heute auch noch. Der beste Song Armeniens ever, auf jeden Fall Top 10. Ihre Stimme ist echt geil. Atari-Fan 23 schreibt, der Refrain des Liedes erinnert mich einfach total an das aktuelle Intro der Serie DuckTales, gesungen von Mark Forster.
recherchieren wir mal. Auch so schön. Wessel schreibt, der Song ist richtig gut. Ich rechne mit einem guten Platz, guten Mittelplatz im Finale. Mir gefällt auch ihre Stimme, aber live ist auf jeden Fall doch Luft nach oben. Zumindest nach Eurovision in Concert. Ah, du hast das gesehen. Ja, das ist halt wirklich so. Deswegen bin ich noch verhalten. Ich finde es gut. Ich glaube, entweder ist das so ein Song, der explodiert dann in der Halle. Also hoffentlich nicht buchstäblich. Aber wenn sie das halt in dem Moment versemmeln, dann ist es nicht so doll. Aber ich finde, wenn man mal zurückguckt, wo kommt sie her? Man kennt sie ja noch nicht. Also sie ist jetzt nicht so bekannt wie andere Stars aus Armenien, wie Iveta zum Beispiel. Sie hat aber am gleichen Konservatorium studiert wie Iveta, hat sich da auch Tipps bei ihr geholt und bei anderen Vorgängern, die sie hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall die Nerven dafür haben wird. Für und den sie Moment. Hat ja auch schon bei, sie hat beim ukrainischen X-Factor hat sie mitgemacht. Das ist ja immer so diese Adelsprüfung. Das war bei Kami im letzten Jahr, glaube ich, ganz genauso. Ja. Und da hat sie auch nicht schlecht abgeschnitten. Ist, glaube ich, sogar Vierte geworden, meine ich. Und das ist ja schon mal ganz gut. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall bühnenerfahren. Und was man bei dem Video auch sagen kann, ist, dass es bestimmt eine interessante Performance auf der Bühne geben wird. Total. Ja, ja. Genau. Also, dafür sind die auch bekannt. Ja, wie viele Punkte gibst du denn? Ich bin so ein bisschen verhalten noch, weil ich erstmal abwarten will, wie sieht es dann stagingmäßig aus. Du gibst 5 Punkte, ich gebe Sribuk 7 Punkte und ihr gebt Sribuk mit Walking Out für Armenien 6,7 Punkte. Ja, Liebe kann manchmal wirklich gemein sein, vor allem wenn sie vorbei ist, denn dann lauern überall die Erinnerungen, egal wo man hinschaut, ist ein Ort oder ein Essen oder ein Duft, irgendetwas, was einen an den Verflossenen erinnert oder manchmal ganz konkret die Hausnummer. Da ist dann die Linie zwischen Liebeskummer und Obsession ganz besonders dünn. Wie dünn? Das erklärt euch die Irin Sarah McTernan, denn die fährt nach Tel Aviv für Irland mit ihrem Lied 22. I'm always driving by, wanna come home to you. Oh, I know I've always been afraid to say how I feel, but that's got to change. Every time I'm with somebody, I'm confusing him with you. Anywhere I go reminds me of the things we used to do, and I dreamed about the street where we kissed out of the Number 22. Weißt du, was das Beste an dem Song sind? Die ersten 10 Sekunden. Ja. Da gibt es diesen Bass, der so angeschlagen wird und man denkt sich, es klingt interessant und ungewöhnlich und es könnte jetzt was Spannendes folgen, was es dann aber leider nicht tut. Ich denke immer an den ersten 10 Sekunden, die brauche ich immer, um zu überlegen, sag mal, ist das Susanne Sideropoulos hier an der Elbe bei uns? Ist das Susanne Sideropoulos, so diese Schauspielerin von GZSZ? Ja, ja. So ein bisschen sieht sie, haben die Ähnlichkeit. Das ist sie. Oh mein Gott, nein, das ist natürlich Sarah McTernan. Also erstmal fällt einem die Stimme auf. Die finde ich ganz, ganz toll. Ich finde das auch jetzt nicht sag ich mal, langweilig wie du dann, sondern ich finde, es tut niemandem weh. Aber genau das könnte auch ein bisschen das Problem dann sein, dass es so weiter plätschert. Muss man mal schauen. Ich glaube, dass sie aber die Ausstrahlung hat, das gut zu tragen. Ich weiß nicht, vielleicht wissen unsere Experten, haben da schon wahrscheinlich ein sehr, sehr klares Urteil für Sarah McTernan. Ich finde, 22 ist ein Song, der so dermaßen irisch klingt, der klingt modern. Schöne Stimme, wunderschöne Stimme. Der klingt auch irgendwie frisch und ich wünsche Sarah, dass sie damit ganz weit kommt. Nein. Was ist aus Irland geworden? Also die haben das Ding, wie oft haben die Ding gewonnen? 7-mal, oder? 7 times, but not with 22. Der Song ist altbacken, der Song ist langweilig, der Song ist nicht gut. Sie hat eine super gute Stimme und sie hat auf jeden Fall auch irgendwo eine Ausstrahlung. Ich finde, das ist eine Qual für mich, sie mit diesem Song zu sehen. Eine Sängerin mit großer Ausstrahlung, einer sehr interessanten Stimme. Aber sie hätte einen viel besseren Song verdient. B-Seite, Album, Fülltitel, keine Ahnung, aber doch nichts für den Song Contest. Irland hat so tolle, traditionell irische Volksmusik. Die hört sich so toll an mit diesen Geigen. Oder mit diesen Trommeln. Warum machen sie da nicht mal eine richtig geile Nummer? Wieso heißt der Song 22? Weil das die Hausnummer ist ihres Freundes.
wo sie sich immer getroffen haben. Ist es nicht unfassbar romantisch? Liebe, ich finde, ja, ist für alle da. Liebe ist für alle. And she sounds like a crazy stalker. She's like, oh yeah, I remember what we had at your house, number 22. Yeah. I remember when we broke up at your house, number 22. Mm. I've got this knife in my hand and I'm really angry and guess where I'm going? Number 22. Mich macht der auch irgendwie so, so glücklich. Also ich finde, der verbreitet eine positive Stimmung und das ist doch auch mal cool. Schön. Aber das Video ist scheiße. Guck, was haben sie doch hier in St. Peter-Ording aufgenommen, hier bei uns in der Ecke? Auch ein bisschen soulig, finde ich. Der Song ist so folkig, poppig, aber nichts, was wirklich im Ohr hängen bleibt oder nichts, was auf den ersten Blick auffällt. Und das ist so traurig, weil mit der Stimme hätte sie ganz, ganz vorne landen können, aber wahrscheinlich nicht mit dem Song. Das ist wie so ein Tinder-Date, dieser Song, ne? Man denkt sich erst, ach, und dann nach einer Minute stellt man fest, ach, nee, nee, vielleicht nicht. Ja, vielleicht ist wirklich der Song so ein bisschen das Verhängnis, weil die hat ja eine tolle Stimme. Die war früher auch Hochzeitssängerin, ist mit Bands auf Hochzeiten aufgetreten. Und wir wissen ja schon, wer auf Hochzeiten singen kann, wie die Du redest zum Beispiel, die haben Power für die Bühne. Das sind die richtigen Pros, die versingen sich nie. Die sind einfach durch alles gegangen, was man im Leben erleben kann. Und die können auch noch toll tanzen auf der Bühne. Ja gut, okay, aber jetzt kommen wir zurück zu Sarah. Es ist einfach richtig langweilig, es passiert nichts in dem Song. Und das, was es nicht besser macht, ist dieses Video. Ich hat jemand geschrieben, ich habe es eben schon gelesen, warte kurz, ich finde das raus. Stefan hat ungefähr 20 Tabs offen, das ist jetzt... Gisti schreibt, tolles Video, aber der Song ist so puh. Das ist eine Aussage, die wir nicht teilen, denn das Video... Hätten auch wir drehen können, hier mit unseren Insta-Stories. Ja. Dabei hatte sie so einen richtig, sie hatte einen richtig prominenten Producer. Ja. Ne? Aber ich glaube, der war so teuer, dass sie dann einfach kein Geld mehr hatten und nur noch 5 Minuten Zeit, um irgendeinen Strandspaziergang von ihr zu filmen. Oder sie haben einfach das falsche Video hochgeladen. Ups. Und dann war es schon oben und dann konnte man nichts machen. Eigentlich meinst du, wollten sie noch viel mehr machen? Und ja, eigentlich gibt es da irgendwo gibt's da noch so eine Version, die richtig besonders ist. Ja, sie hat ja auch schon ESC-Erfahrung. Ja. Sie hat ja im letzten Jahr für San Marino im Vorentscheid teilgenommen und ist da knapp gescheitert an Jennifer und Jessica und diesem Roboterlied. Das ist auch eine Ansage, ne? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf eine richtig gute Präsenz auf der Bühne schließen lässt, leider. Aber wir drücken ihr auf jeden Fall. Ja, wir drücken ihr die Daumen, weil ich glaube, anders, ganz anders inszeniert würden alle sagen, wow, toll. Ich glaube, das liegt wirklich zum Teil daran, dass wir einfach zu oft dieses Video gesehen haben. Gucken wir noch mal, was ihr davon haltet. Chief Master Pro schreibt, Irland finde ich eher durchschnittlich, wenig positiv, wenig negativ, es fehlt irgendwas. Dafür habe ich genug Zeit, für Alina Herzchen zu spenden. Vielen Dank. Können wir noch öfter Alina solche Lieder haben? Sorry, ja, mach du bitte den nächsten. Berlin Wedding schreibt, solche Songs haben fast immer ein Staging-Problem, oder? Es ist eher der Song zum Kaffee aufsetzen und Bier holen oder zum Autofahren am frühen Morgen vielleicht. Dodo schreibt, easy listening aus Irland, wie man es in Deutschland gerne mal auf NDR 1 zu hören bekommt. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Ist schon sehr radiokompatibel, finde ich auch. ESC Elias schreibt, süßer Song, bleibt aber leider nicht hängen und wird im Halbfinale auch kleben bleiben. Schade, Irland, vielleicht 2020. Tante Heinz schreibt uns, mich stört an Irlands Lied, dass es nirgendwo hinführt. Sie denkt bei der Zahl 22 an ihren Kerl und nach 30 Sekunden haben wir es kapiert, aber ansonsten passiert da auch von der Melodie her nichts weiter. Ich glaube, ja, die Meinungen sind relativ einhellig. Ja, es bleibt ein bisschen gleich. Da bin ich jetzt gespannt, was ihr für Punkte insgesamt gegeben habt für Sarah McTernan. Vor allem du, Stefan. 3 Punkte, meine Güte. Okay, heute liegen wir aber ganz schön durcheinander. Stefan gibt 3 Punkte, ich gebe 6 Punkte und ihr gebt im Schnitt 5,5 Punkte für Sarah McTernan und Irland. Nach Sunstroke Project und den Doredos hat man sich in Moldau gedacht, so viel Verrücktheit, das können wir der Europa doch nicht zumuten. Und deshalb kommt jetzt was Klassisches. Begeben wir uns in die Welt der Reichen und Schönen, wo man noch Kombi fährt und ein Stuhl so wertvoll ist, dass man ihn nur leise streicheln kann. Anna Odobescu mit Stay! Thank you.
Er ist weggefahren mit seinem Kombi. Unverständlich, oder? Also, Entschuldigung, aber genau so stelle ich mir eine teure Bude in Moldau vor. Also, das Haus finde ich okay. Ja, aber und dann, aber Moment, was ich habe wirklich ein Problem mit dem Titel. Stay, bleib. Ne? Also, sie will ja eigentlich, dass er bleibt, aber sie tut doch alles dafür, dass der abhaut. Da haut mit den Rosen in Zeitlupe auf ihn rum, macht die ganze Zeit so diese Stirnmassage irgendwie, das, also ich weiß nicht. Es ist ein bisschen gemein. Der Titel passt nicht so ganz zu dem. Aber ich finde es richtig schwer, ernst zu bleiben bei dem Lied. Das, ja, unser ja, Experten kann das bestimmt Nein, nein, was? Sag was? Alles gut. Ich bin mal gespannt, was unsere Experten dazu meinen. Machen Sie mal eine typische Gesichtsbewegung zu Moldau. Puh. Boah. Also das ist 1:1 der Titelsong einer Telenovela. Sieht schon aus wie so ein Porno. Wahnsinn. Du kriegst auch in 30 Sekunden eine Bullshit-Bingo-Karte voll. Schlechte Schauspieler. Ui, da gibt's Streit. Eieiei, ui. Da ist... Nee, doch kein Streit. Nee, doch, doch Streit. Okay, doch, nee. Das ist zwischendrin auch, können sich nicht ganz, ganz entscheiden. Schlechtes Lied. Look into my eyes. Fly me high right up to the sky. Fly me high right up to the sky. What the fuck? Schlechtes Musikvideo. Weißt du, normal denkt man so, dass irgendjemand, weiß nicht, den Spiegel kaputt macht und er so, nee, ich rück vor Wut den Stuhl kurz zur Seite. Man sitzt ja auch auf der Treppe und legt sich auf die Treppe, weil es so schön gemütlich ist, sich schön auf die Steintreppe zu legen. Mhm. Jetzt sind sie wieder zusammen. Verwirrend. Schlechtes Wetter. Er ärgert sich auch übers Wetter. Das ist der typische ESC-Song, der im Semifinale vorletzter wird. Also an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an Yorgos Kalpakidis, der es mittlerweile zum 36. Mal versucht hat, mit einer Eigenkomposition am Song Contest teilzunehmen. Und endlich hat er es geschafft. Ja. Dass er es geschafft hat, ist eigentlich das einzig Erfreuliche. Sometimes something is so bad it's good. Like this shouldn't work. It's so cliche, but because of the voice, because of the 17 key changes, I'm there. Oh, es tut mir leid, dass ich so negativ bin irgendwie, aber das fand ich nicht gut. Ihr auch nicht, oder? Nein. Gut, das Team auch nicht. Also von daher, ich bin nicht alleine da. Ja, wir dachten ja, Viktor Korn aus Estland wäre der Bullshit-Bingo-König dieses Jahr. Mit Safe and Sound und Storm Like This. Aber Anna Otobesco setzt dem noch die Krone auf. Ich finde es echt unglaublich. Du hast es ja eben schon gesagt, wie, was für eine 180-Grad-Wendung von Moldau. Ja, da kommt das Sunstroke-Project her, da kommen die Doredos her. Die sind irgendwie in den letzten beiden Jahren auf jeden Fall diejenigen gewesen, die immer irgendwie was Ungewöhnliches und was Spaß macht auf die Bühne stellen. Und das ist jetzt so was sehr Klassisches. Im eher nicht so guten Sinne klassisch, würde ich sagen. Sie kommt aus Transnistrien wieder. Das ist diese abtrünnige Republik von Moldau tatsächlich. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht gibt es einfach einen anderen Musikgeschmack oder einen anderen Auswahlprozess. Ich weiß es nicht. Ja, was ja ganz interessant ist, weil wir ja gerade die Sunstroke Project angesprochen haben. Ihr Ehemann hat in einem Interview so durchscheinen lassen, ja, die Jungs vom Sunstroke Project, die werden uns auch unterstützen in Israel. Die werden dabei sein. Also die werden so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Aber wir könnten uns da eigentlich noch ganz andere Sachen vorstellen, oder? Oh, also wenn das Sunstroke Project schon dabei ist in Israel, wenn sie den Epic Sex Guy auf die Bühne stellen, dann kommen sie hundertprozentig ins Finale. Ja. Egal wie der Song ist, das wäre wirklich klug. Das stimmt. Stay, ja, das stimmt. Was sagt ihr dazu? Ihr? Also hier ist ganz viel auf unserem Tablet. Celeste schreibt, da fragt man sich, wie sich die Moldauer diesen teuren Stuhl leisten können. Das Lied an sich ist mir auf zu viel Klischee getrimmt, wären sie lieber bei verrückt geblieben. Vika Schlee schreibt, Moldaus Song hat man schon tausendmal gehört und er ist so klischeehaft. Anna ist eine gute Sängerin, aber sie hätte ein anderes Lied singen sollen. Lyrics sind grauenhaft. Alex schreibt, ich glaube, dass Moldau nach den Sunstrokes Angst hat zu gewinnen und dir die finanziellen Hürden scheut und schicken deshalb solche Lieder. Aber es gibt auch Liebhaber unter euch, das habe ich gerade gelesen. Einer hat geschrieben, dass er dafür auf jeden Fall das Telefon in die Hand nehmen wird und anrufen wird. Chiefmaster Po schreibt, das war jetzt der ideale Song, um Kuchen zu holen. Der Videobeginn könnte auch die Einleitung für ein Dirt sein. Oh. Das ist ein bisschen gemein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie hat selber über sich gesagt, dass Gott ihr die Musik geschenkt hat. Ah, ja. Und ich glaube, dann wird Gott ihr auch hoffentlich so viel Kraft gegeben haben, um über vielleicht
einen nicht zu schaffenden Finaleinzug hinwegzukommen. Und dann gucken wir uns mal die Punkte an. Ja, was gibst du? Ja, leider, oh Gott. Ja, wir sind gemein. Du gibst zwei Punkte. Stefan, echt. Ich gebe einen Punkt. Ich habe und ihr gebt Anna Odobescu mit Stay 3,9 Punkte. Die Schweiz ist ja das Copacabana der ESC-Sende ab jetzt. Denn die Eidgenossen, die kramen ihr Schweizer Fuego aus. Und das wird uns serviert von einem ihrer bekanntesten Sänger im Moment, von Luca Henny. Und der fährt mit diesem Feuer nach Tel Aviv. Und das heißt She Got Me. When she go low, when she go low, she goes solo, she goes solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes solo, she goes solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Wie ging das nochmal? Du konntest es doch schon mal. So, zwei, oder? Zwei. Ja, eins, zwei, eins. Checken. Ja, du könntest da als... Ja, das war eher John Ludwig. Nein. Doch. Nein, ich habe das Tutorial gesehen. Vom Egal, Schweizer wir sind jetzt bei ich Luca weiß genau, wie Luca und das ist großartig. Ja, es ist tatsächlich toll. Dankeschön für die Schweiz, für diesen Beitrag. Ja, wirklich. Das ist ja immer, man ist ja ein bisschen gemein. In den letzten Jahren war es ja oft so, man schaute sich den Schweizer Beitrag an und dachte sich so... Okay, und dieses Mal denkt sich so, okay. Ja, wirklich, damit hätten wir nicht mehr gerechnet. Und es ist ein großer Hype ausgebrochen. Erstmal, als man wusste, Luca Henny ist der Interpret und dann, als man das Lied gehört hat. Und nicht nur hier bei uns und bei euch vielleicht, sondern auch unter unseren Experten. Mensch, die gemütlichen Schweizer, was geht denn da los? Ey, das ist gut. Party-Ende, Wochenende, Party ab und drop. Kommt direkt der Partyfinger. Zum Einsatz. Das ist was, was man von der Schweiz eigentlich gar nicht gewohnt ist. Dafür, dass der Song aus der Schweiz kommt, ist er mir ein bisschen zu Latino-mäßig. Der hat so ein bisschen so was Arabic-mäßiges mit drin. Dieses Ding. Ja, das klingt sehr östlich. Das klingt nicht nach Schweiz. Aber ich finde das cool, weil das ist modern. Hatte so spanische Züge. Man merkt ja schon, dass er sich auch so ein bisschen an Senorita von K1 orientiert hat. Ladies and Gentlemen, Despacito Schweizo. Dirty dancing. Dirty dancing. This is an earworm. Latin fire. Feel the fuego via Zurich. Er kann auf jeden Fall geil performen und mega gut tanzen live. Deswegen verspreche ich mir da sehr, sehr viel von. Der wird die Bühne wirklich auseinandernehmen. Der kann das nämlich. Das ist von Jason Derulo mäßig. Talk. Stop. Stop. Yeah. Und der hat echt mal bei so einer Casting-Show mitgemacht. Luca Henny hat DSDS 2012 gewonnen, zu einer Zeit, als es noch cool war, DSDS zu gewinnen. Da war das ja, wenn ich das sagen darf, so ein Milchbubi. Jetzt ist es ein gestandener Mann, erwachsen, super sexy. Ich finde, der ist zwischendurch so ein bisschen so ein Fuckboy-Song irgendwie. Ich weiß nicht. Ja. Also meine schwulen Freunde haben jetzt schon Sabberfäden bis zum Boden. Die feiern den und deshalb glaube ich auch an eine rosige Zukunft für Luca Henny. I'm not crazy about the song, but I could be crazy about him. Ja. Der Song selber unterhält natürlich schon, bleibt im Ohr, aber es ist halt ein bisschen billig. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach nicht so meins, aber ich finde, er wirkt eigentlich ganz sympathisch. Ich habe bei dem Song so ein bisschen das Gefühl, dass es alles mir so ein bisschen zu sehr durchgetestet, auf Erfolg getrimmt. Es fehlt sozusagen das gewisse Schweizerische, aber letztendlich beim ESC geht es darum, nicht zu verlieren. Die Schweiz kann mit diesem Lied nur gewinnen. This is Switzerland's best entry ever. Liebe Schweizer, liebe Grüße, das ist gut. Echt, das ist gut. Luca Henny wird dieses Jahr Achter. Ich würde Elfter sagen. Und an dieser Stelle merken wir übrigens, DSDS war doch für irgendwas gut. Allerdings, und der trainiert auch schon fleißig, er übt Tanzen und Singen gleichzeitig, ist ja gar nicht so einfach, haben wir letztes Jahr auch bei Eleni gesehen, wie gut die trainieren musste, um das überhaupt hinzukriegen, 3 Minuten lang so durchzutanzen. Aber das, was wir gesehen haben, und Stefan hat das ja schon nachgemacht, sah gut aus. Ja, Luca Henny, der ist einfach, also das finde ich, man ist ja, wenn man bei DSDS mitmacht, ist ja kein großes Geheimnis, dann steht man vor einem Scheideweg. Entweder man landet in so einem
ja, in so einer Promi-Welt, wo man sich dann eben über einfach Skandale immer noch wieder in die Öffentlichkeit ruft oder man versucht, ernsthaft ein Künstler zu werden. Und Luca Hänni hat das ja eigentlich sehr ernsthaft versucht und hat auch Videos produziert, die irgendwie schon immer besonders interessant waren. Hat zum Beispiel in der großen Helene Fischer Show 2018 so heiß mit Helene so eine Performance gemacht, wo sie sich über das Bett gerallt haben zusammen. Ja, das war übrigens noch vor der Trennung von Florian. Ich glaube, das könnte auch ein Grund gewesen sein. Stefan, der alte Verschwörungstheoretiker. Mehr dazu später. Da kommt in den Wir haben noch was für euch, da kommt Luca Hänni auch vor. Aber erstmal jetzt zum Song. Genau, und jetzt arbeitet er schon und er hat sich natürlich die beste Choreografin des ESC rangeholt. Und wer ist es? Sascha Jean-Baptiste. Und er hat sich als Songschreiberin Laurel Barker hergeholt. Und woher kennen wir die? Interessant. Mehr dazu später. Es gibt eine ganz interessante Information. Er ist nämlich auch kein ESC-Neuling. Ja, allerdings. 2016 saß er schon mal in der Jury, hat Punkte vergeben. Damals haben wir jetzt erstmal geguckt, an wen hat er denn die 12 Punkte gegeben. Hoffentlich mögen wir ihn dann noch. Und ich kann schon mal sagen, ja, wir waren begeistert. Er hat 12 Punkte an Poli Genova vergeben. Mhm. Die fanden wir ja richtig toll. Und dann der zweite Platz war Made of Stars von Hovi. Oh, die mochten wir auch sehr gerne. Und Jamie Lee damals, ganz interessant, hat er auf Platz 6 gesetzt. Ach, guck mal, so. Gute Nachbarschaftskontakte sind einfach doch was wert. Aber auch interessant, dass damals 2016 ja auch Sergei Lazarev im Wettbewerb war. Wer ist damals genau für Russland wie in diesem Jahr. Ja, und wo hat Luca Hänni ihn hingesetzt? Auf welchem Platz? Den Favoriten, mit Platz. Favoriten? Ja, er hat damals am meisten Publikumsstimmen bekommen und ist nur wegen des Jury-Votings hat er nicht gewonnen. Und Luca Hänni war einer der Gründe dafür, denn er hat Sergei Lazarev nur auf Platz 21 von 26 gewotet. Das schreit nach einem epischen Duell. Ja. Rowdy, Rowdy. Wir freuen uns drauf, ja genau. Rowdy, Rowdy ist auch ein toller Text. Wir schauen mal, was ihr dazu sagt. Zu Luca Hänni. Hoffi 92 schreibt, wozu Bekannte hinschicken und keine jüngere bzw. etwas überfahrene Sänger hinschicken. Für mich fliegt das raus. Hat man halt auch schon bei Bonnie Tyler und bei Humpernick gesehen. Okay. Gio schreibt, der kleine legasthenische Bruder von Fuego, love it. Oh, das ist aber auch ein bisschen hart. Holgi92 schreibt, ganz große Anwärter auf den ESC-Thron. Ich würde es den Schweizer Kollegen richtig gönnen. Und Ali Abort schreibt, unterhaltsam, ungewollter Trash. Ich ziehe aber sobald das nicht minder versauten Text vor. Ja, noch ein AS schreibt, ich bin gespannt, ob er neben seiner Performance auch die Töne treffen kann. Man muss überlegen, dass 2 Wochen nonstop geprobt wird. Ich glaube, ihm wird stimmlich die Luft ausgehen, auch wenn es wirklich sehr gut ist. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, gerade wenn man so viel trainiert, und der ist ja wirklich schon frühzeitig dabei, das finde ich ja immer, da schlägt ja immer mein spießiges Herz hoch. Ich denke, wie gut, dass du schon trainierst. Toll, das wird was, das wird gut. Und er ist ja jetzt schon gut in Shape. Good in Shape. Wir haben ein kleines Ranking gemacht bei uns auf der Seite auf eurovision.de. Da haben wir euch gefragt, wer ist hot und wer not. Und Luca Hänni ist ganz oben. Also wenn ihr noch mit abstimmen wollt, bitte gerne. Klickt euch für die Männer und die Frauen natürlich durch. Ja, also. Frage ist, wie viele Punkte geben wir? Ich glaube, bei uns ist es schon klar. Kann er ein Sieger des heutigen Songchecks sein? Für Stefan und mich ist er schon ganz weit oben. Mal gucken, wie es bei euch ist. Ich glaube, wir liegen jetzt wieder durch. Ich bin ganz verwirrt, weil ich hätte gedacht, dass ihr weniger Punkte gibt. Ich höre gerade aus der Regie, so viele Punkte gab es noch nie. Für einen Interpreten jetzt hier beim Songcheck. Stefan gibt 8 Punkte, ich gebe 10 Punkte. Und ihr gebt der Schweiz im Schnitt 9,5 Punkte. Eine gute Dramaturgie ist beim ESC ja sehr wichtig. Und deshalb haben sich die Organisatoren des Halbfinals gedacht, nach Luca machen wir mal Loki. Und wer könnte das besser als Karussell aus Lettland? Ein Tropfen Jazz, ein Spritzer Norah Jones und ein Gitarrist, der aussieht wie 80er Jahre Hairspray Metal, aber mit sanften Fingern seine Gitarre streichelt. Aus Lettland, Karussell mit That Night. So blue. Ja,
eher so sonntags beim Brunch irgendwie, ne? So im Hintergrund. Was isst du dann, wenn du den zuhörst? Weiß nicht, da hole ich mir noch eine Portion Rührei. Ich esse Risotto dazu. Und was essen unsere Experten, wenn sie diesen Song hören? Lettland. Aber der Kameramann dachte sich auch, komm, wir gehen jetzt mal ganz nah an sie dran. Also, dass man wirklich alle Poren sieht. Das sind mal sehr dicke Balken, die sie da benutzt haben für das Video, ne? Ja, schon Kinobalken. Auch mit dem Schwarz-Weiß. Mit den langen Haaren ist auch geil. Ja, für Lettland eine wirklich schöne Atmosphäre wird da kreiert. Und Karussell, diese Gruppen haben ein sehr schönes, sehr scheinbar unauffälliges Lied zunächst. Lettland ist so viel besser als alle sagen. Ich finde Lettland super. Lettland ist in meinen Top 10 drin. Das hat so eine Intimität, wenn die das in Tel Aviv auf die Bühne bringt. Dass man wirklich so viele Überraschungen erlebt bei diesem ESC. Von bombastisch bis über Schreien. Und jetzt so was ganz Kleines, Akustisches, wie in so einer kleinen Bar. Irgendwo auf einen Drink. Sie dachte sich, weißt du was, ich gehe jetzt einfach zur Kelly Family und hol mir da einen. Ich finde, die könnten auch so einen tantrischen Massagesalon irgendwie haben. Sehr sinnlich. Sie heißt Aloe Vera, er heißt Ayurveda. Und dann geht's ab. Das kann gut ins Finale. Nein, glaube ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Es hat von allen Liedern, die vielleicht ins Finale kommen, hat Lettland es am allerwenigsten verdient. War das jetzt auch der Refrain gerade? Der Refrain ist praktisch gar nichts. Carousel goes round and round. Er wiederholt sich endlos. It's the same thing over and over. So ein bisschen. Die Tonart ist immer dieselbe, immer derselbe Akkord. Immer und immer und immer wieder. Und irgendwann hat es dann schon auch was Nerviges. Schlimm genug, dass sie den Refrain am Ende, ich glaube, viermal wiederholen. Aber dass auch noch jede Zeile mit diesem schrecklichen Love losgeht, das kommt dann 20 Mal. Dum, dum, dum. You know what I'm saying? It's just so sleep-inducing. There is a time and a place for this, but it's not Eurovision. Geht ja auch um eine ganz komische Geschichte. Die Frau singt davon, dass ihr Mann einen anderen Mann umgebracht hat und sie sich nicht vorstellen kann, wie sie weiter durch die Zukunft gehen soll. That night? I don't want to relive that night. 220 million people don't need to hear this. Excuse me? Ja, nein. Das ist einfach, dieses Lied ist nicht. Na kurz, fette Props ans Team, dass sie selbst aus so einem mittelmäßigen Lied da immer noch so ein tolles Reaction-Video draus machen. Das ist echt, echt gut. Ich muss sagen, ich finde das tatsächlich, es haben die Experten auch gesagt, so redundant. Das ist halt wirklich wie ein Karussell, das dreht sich. Allerdings habe ich in die Lyrics geguckt, weil es ja hieß, sie hätte das miterlebt, wie der Mann jemanden umgebracht hat. In den Lyrics lese ich das nicht. Ich weiß nicht, ob die es irgendwann mal gesagt haben in einem Interview. Vielleicht wisst ihr das ja, dann schreibt es uns mal, dann können wir darüber noch sprechen. Weil diese Lyrics im Prinzip, es ist ja nur la. Also, da, where are you? Ne, man fährt so durch die Most Nacht mit denen, dass diese Stimmung kreieren, die ja schon sehr gut ist, muss man jetzt auch mal sagen. Also, man ist schon in so einer Atmosphäre drin, allerdings halt wirklich in so einer, die einen so gefangen nimmt und sich so zurücklehnen lässt und dann. Laura Risotto letztes Jahr, ähnliche Stimmung, vielleicht ein bisschen düsterer, aber ähnliche Stimmung. Völlig abseits des Finaleinzugs. Also hat sich Lettland gedacht, okay, wir machen dieses Jahr genau das Gleiche. Das versteht man einfach nicht. Was ist da los? Ja, es gab weniger Einreichungen jetzt bei der Supernova. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Und die sind ja nun schon Newcomer. Also das sind ja schon, sag ich mal, frische Künstler, die noch nicht so lange zusammen Musik machen, erst Coversongs bei YouTube hochgeladen haben und jetzt auch selber Lieder schreiben. Da dachte man sich, vielleicht nehmen wir mal jemand, der noch nicht so präsent war oder noch nicht zum ESC gefahren ist, weil da waren ja auch wieder die ESC Allstars vertreten, beziehungsweise Veteranen, die natürlich auch gerne nochmal fahren würden. Was meint ihr? Tuten Garg schreibt, könnte echt der neue Werbesong für unsere Schulkantine sein gehen, und Thomas Krie, das ist zu anspruchsvoll, um weiterzukommen. Wessel schreibt, das klingt, als hätten sie einen Satz eingesprochen und den spielen sie immer und immer wieder ab. Schreckliche Erinnerung an die Nachbarn in Litauen vom letzten Jahr. Ellie Ryan-Fan schreibt, ich mag diesen Song. Anfangs dachte ich, was ist das für ein Schrott? Aber nach mehrmaligem Hören gefällt es mir sehr und ich tue es auch schon mitsingen. Ja, aber das ist eben, man hört es nur einmal beim ESC leider. Ja, wahrscheinlich. Thomas Grie schreibt uns bei Twitter, das ist zu anspruchsvoll, um weiterzukommen. Das kann es vielleicht auch sein. Da haben wir aber ein paar Lieder in diesem Jahrgang, wo wir das schon gesagt haben. Nisi Laus schreibt, sie sieht aus wie Romy Schneider. Ja, ein bisschen. Doch mit der Frisur. Doch, stimmt. Stimmt. Und das Henne, genau das gleiche wie wir am Anfang. Gemütliche Kaffeemusik, entspannt, aber für den ESC eigentlich nicht schade. Muss richtig emotional inszeniert werden, um die Leute beim ersten Hören abzuholen. So, wie viele Punkte hast du gegeben, Alina? Nicht so viel. Wir finden das heraus.
Du hast 3 Punkte gegeben, ich gebe auch 3 Punkte und ihr gebt 4,8 Punkte für Karussell aus Lettland mit That Night. Vielleicht sollten sich die Iren Sarah McTernan und die Rumänen Esther Peoni mal auf einen Kaffee treffen, denn die beiden verarbeiten in ihren Songs gerade eine Trennung. Sarah ist schon in der Phase, wo sie sich gut dran erinnern kann und gerne. Und Esther ist noch voll in der Wutphase, denn ihr Geliebter hat sie an einem Sonntag mit einem Knall verlassen, singt sie. Aber die ganze Geschichte erzählt sie euch besser selbst. Für Rumänien Esther Peoni mit On a Sunday. Hey. Hey, Stefan. Loving you irgendwie, is a hard price to pay. Ja, aber tatsächlich. Ich muss immer am Anfang, wenn ich das Video sehe, an Charmed denken. Erinnert ihr euch noch an die Serie? Es ist doch total wie dieses Haus, wie dieses diese Eingangshalle, wenn dann immer alles kaputt gegangen ist, wenn da wieder Rambazamba war. So ein bisschen so sieht das auch aus bei Esther Peoni. Oben einfach durchs Bild geflogen. Kein Rochen. Ja, was macht der Rochen eigentlich? Ja, was macht dieses Video? Wer hat das geschnitten? Der Praktikant? Und was machen diese Tänzerinnen da? Viele Fragen. Vielleicht haben unsere Experten ja Antworten. Oh, es ist schon wieder so düster. Was ist denn bloß los? Also krasse Kostüme, die finde ich schon mal echt cool. Ich bin jetzt noch gar nicht dazu gekommen, auf den Song zu achten, weil ich das Musikvideo gerade ganz spannend finde. Also eine wahnsinnige Materialschlacht an Klamotten, an Farben, an Bildern, an Koffern, an Ketten, an Broschen. Und ein hübscher Hund. All das kann kaum übertünchen, also dass das Lied seltsam unbestimmt ist. Man möchte nicht überhörbar sagen, denn wir werden sie hören. Geht für mich so ein bisschen unter. Das ist jetzt kein Favorit. Das ist so ein Song, den man irgendwo dazwischen packt, zwischen andere, stärkere Songs. Ja, nicht wahnsinnig schlecht, aber auch nicht wahnsinnig gut. Also Mittelmaß. Und da frage ich mich schon wieder, ist das nicht eigentlich die schlechteste Kritik, die man beim Eurovision Song Contest bekommen kann? Ich habe tatsächlich im rumänischen Vorentscheid, ich habe mal reingesetzt. Also wie sie da auf ihrem Stuhl sitzt und sich da so ein bisschen regelt, das wenn fand ich das irgendwie... das macht, also das war schon, ich habe es auch nicht verstanden, aber irgendwie war das schon ganz schön cool. She's not even moving beyond her seat and it's that kind of haunted diaries realness. It's so great. Bei ihr frage ich mich, ist sie hauptberuflich Pflegerin in einem Altenheim oder warum, was soll dieser Sitztanz eigentlich die ganze Zeit? Habe ich nicht verstanden. Es hat so einen Südstaaten-Flair und sie singt das auch ganz anheimelnd. Das ist so ein bisschen ein Soundtrack für eine zweiklassige Mystery-Serie. Und eigentlich ist das ja jetzt gerade in. Und ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren. Der Song hat eine starke Bassline, also der ist sehr rhythmusorientiert. Ob das für die Qualifikation reicht, weiß ich nicht. It's just good. It really does marry a lot of elements. I think this is excellent, actually, and it's a grower. And what I like about it is that it's not even trying. It's not saying love me, love me, love me. It's just like I'm doing my own thing, but I hope you're gonna like it. Also das finde ich gut. Ein Song, der eine Stimmung transportiert. Ich höre mir das gerne an. Ich habe da keine Stimmung. Ich höre da keine Stimmung. Ja, von der Stimmung wird es ja auf der Bühne interessant. Ne? Esther Peoni hat gesagt, sie will Elemente von der Final-Performance auf jeden Fall übernehmen. Die Grafiken sollen stärker werden. Und sie selber will gerne, nicht lachen, Stefan, sie selber will gerne noch dunkler aussehen. Aber wie kann die denn noch dunkler aussehen? Trägt die dann eine Kutte als Mönch oder wie? Was heißt noch dunkler? Also da wird noch was geschraubt, aber ein paar Sachen werden wir wiedererkennen. Mhm. Ja, also ich finde den Song ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Ich finde diese Gitarrenmelodie zu Beginn, das hat schon irgendwie was Einprägsames. Man merkt sich das irgendwie. Also
Ja, ich meine, es ist schon in Ordnung. Es transportiert eben diese dunkle Stimmung. Und wenn sie dann noch dunkler wird und meinetwegen sich als halber Mönch verkleidet, in Ordnung. Mal gucken. Vielleicht ist es ja gut. Esther Peoni, da können wir jetzt eine Parallele zu Katrin Duska ziehen. Die ist auch in Montreal geboren worden, ist halb Kanadierin oder beziehungsweise als Kind dort aufgewachsen, dann zurück nach Rumänien mit den Eltern gegangen. Die war aber Überraschungssiegerin im Vorentscheid im Rumänischen, muss man sagen. Ne? Da gab es erst eine andere Favoritin. Und das war ja auch ein bisschen, da gab es einen kleinen Knatsch, fischig, kann man mal sagen. Ne? Ja, es war ja so. Laura Bretan war eigentlich die große Favoritin und die Vivis haben sich über Laura Bretan auch schon sehr, sehr positiv geäußert in dem Video. Und dann hat sie die Ehe für alle kritisiert und die Vivis waren ein Teil der Jury. In Rumänien war es so, es gab 6 Jurymitglieder und das Publikum und alle hatten eine Stimme. Also jeder hatte quasi den gleichen Stimmenanteil. Jedes Jurymitglied hatte den gleichen Stimmenanteil wie das Publikum. Also hatte das Publikum nur, ich glaube, 14% der Stimmen. Und das die ist Vivis, aber wenig. Das ist ja fast wie bei uns. Spaß. Du. Und die Vivis haben dann sehr wenig Punkte gegeben und deshalb, also Laura Bretan haben sie wenig Punkte gegeben und deshalb ist eben Esther Peoni die Überraschungssiegerin gewesen und nicht mehr Laura Bretan. Und dann hatte man ihnen vorgeworfen, dass sie da vielleicht umgeschwungen sind, aber das ist natürlich auch eine subjektive Entscheidung, welchen Song man dann wählt. Ja, da gab es so ein bisschen Ärger. Ja, und vor allem, es ist auch, also ich finde, eine Jury ist gut und wichtig, aber dem Publikum quasi gar keinen Wert zu geben in der Show, aber es dann so pseudomäßig zu beteiligen, das ist ja auch irgendwie komisch. Und die dann noch 50 Cent abzuknüpfen. Also wenn das Publikum so ein Drittel zählt oder so, dann versteht es ja jeder. Aber das so 10% fürs Publikum, das fühlt sich für mich auch ein bisschen komisch an. Ja. Deshalb finde ich, kann man da auch den Jurymitgliedern nichts vorwerfen, sondern würde einfach dem rumänischen Sender empfehlen, um es jetzt mal abzuschließen, dieses Thema, einfach nächstes Jahr das Voting vielleicht zu überdenken. So, Machtwort gesprochen. Jetzt kommen wir zu euren Stimmen, zu Rumänien. Tobis schreibt, Rumänien ist dank den Vivi-Blogs dieses Jahr das Skandalland. Ja, darüber haben wir gerade gesprochen. Teilzeitkeks schreibt uns, sind denn dieses Jahr alle Buchstaben für die Lyrics ausgegangen oder was? AAA, auch sehr verstörende und nervende Arme, ohne weitere sinnvolle Tanzbewegung, gefällt mir nicht, wird in dem Halbfinale aber gut genug abschneiden, um ins Finale zu kommen. Tim schreibt, Esther Song hat etwas unfassbar Anziehendes. Der Beat, der Refrain, die tolle Stimme. Eins meiner Guilty Pleasures dieses Jahr. Ja, ich höre gerade, unsere Regie sagt mir, sie ist nicht in Kanada geboren, sondern in Rumänien. Sie hat aber da gelebt dann als Kind und ich habe ihren Geburtsort durcheinander gebracht. Tut mir leid für alle Esther Peoni-Fans, die jetzt gerade kurz an die Decke gesprungen sind. Larry Dern stellt uns eine Frage, lieber Larry. Kennt ihr Linda Theodosiou? Sie war auch bei DSDS wie Luca Henny. Ja klar, die hat ja auch beim ESC mal teilgenommen. Ne? Linda war Teilnehmerin des diesjährigen rumänischen Vorentscheids mit ihrem Song Renegades. Hm. Und das Henne schreibt, mochte ich erst gar nicht. Das geisterhafte Gesinge am Ende von ihr ist ganz gut. Aber ob es Finale reicht, kann ich trotz Moldawien-Bonuspunkte nicht abschätzen. Hoffentlich lässt sie den Sessel aus dem Vorentscheid zu Hause. Ah, das glaube ich nicht. Punkte ist ein gutes Stichwort. Wir schauen jetzt mal auf unsere und auf eure Punkte. Wie viele Punkte gibt es für Honest Sunday? Stefan gibt 4 Punkte. Wir sind uns einig, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ich gebe 4 Punkte und ihr gebt im Schnitt 5,8 Punkte für Rumänien. Liebe für alle und jeden und immer in verschiedenen Sprachen auf einem großen Stuhl. Mehr ESC geht nicht, außer vielleicht aus Norwegen. Aber dazu kommen wir später. Erstmal surft auf den Wogen der Liebe Dänemark einmal ganz um Europa herum bis nach Tel Aviv. Die Steuerfrau Leonora mit Liebe ist für alle da, Love is forever. Love is forever. Love is forever and everyone. Love is forever. Love is forever and everyone. Just a taste of love, a taste of what could actually rule both me and you. A taste of love is all we got. So don't you never ever give up love. Don't you ever ever give up. Oh, es ist so schön. Das ist nicht das Schamkissen. Ich wollte dich gerade fragen. Das ist das Kuschelkissen. Ich finde es wirklich so wunderbar, so süß, so zuckersüß, fast wie Zuckerwatte.
will ich nur einmal im Jahr essen, aber dann habe ich richtig Bock auf so einen Bausch, den ich mir abzupfe. Und das gibt Leonora mir und vor allem auch mit der perfekten ESC-Botschaft. Liebe ist für immer, Liebe ist für alle da. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und es war immer Thema beim ESC. Es ist Thema und es wird auch immer Thema bleiben. Und sie liefert uns diese Botschaft in diesem Jahr. Ich finde es toll. Die Stimmung, die sie transportiert, ist vorbehaltlos positiv und schön. Und ja. Ja, ist doch auch mal toll, wenn alles einfach mal in Ordnung ist, oder? Immer diese Trennungsgeschichten, alle machen da so ein Drama im Moldau. Wir haben dieses Jahr so ein Jahr lang. Was soll denn das? Ja, und auch diese ganze Psychokrisensache, ne? Depression. Wir haben vier Songs in diesem Jahr, noch mehr, die sich mit Depressionen beschäftigen. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch eine ernsthafte Sache, ne? Wir wollen es nicht lustig machen. Aber dann ist auch mal schön, wenn so eine Leonora kommt und sagt, hey, Liebe ist für alle da, oder? Ja, das ist doch, klar. Als würde dir die den Kopf kraulen. Ich bin gespannt, wie diese Botschaft bei unseren Experten ankommt. Liebe ist für alle Liebe da. Liebe ist für alle da, auch für dich. Ernsthaft? Könnte aus den 60er, aus den 70er Jahren stammen. Die folgende Liebeserklärung wird Ihnen präsentiert von Broder. Ich war tatsächlich dieses Jahr beim dänischen Frontschreit dabei. Liebe ist für alle da. Da ich gefühlt der einzige Deutsche war, war ich auch gefühlt der einzige Deutsche, der bei dem Teil Liebe ist für alle da ganz laut mitgeschrien hat. Liebe ist für alle da. Liebe ist für alle da. Ja, endlich mal wieder deutsche Texte beim ESC. Endlich mal wieder Deutsch beim Eurovision Song Contest. Gut, eine Zeile, die einmal kommt, dann noch auf Französisch und auf Dänisch. Auch ein bisschen Schleimerin, oder? Come on, ich sehe, was du vorhast. Nochmal kurz einmal alle Länder abholen, damit die sagen, oh mein Gott, sie hat gerade Hallo auf Deutsch gesagt. Shit, die wählen wir. Ich glaube, dass sehr viele Leute über diesen total braven Song sehr schlechte Sachen sagen können. Und ich möchte das nicht. Das klingt wie von so einer Kinder-CD runtergeklaut, als ob man Katzenbabys in Zuckerguss ertränkt. Das ist so schön. Und da gibt es auch noch diese zwei Tänzer, die auf Leiter diesen Stuhl hochkrabbeln und die einfach nur da sind und so machen die ganze Zeit. Ach, guck mal. Düt. Kommen Sie noch die Treppe hoch, haben noch einen Kuchen dabei. Das ist wie so ein kleines, süßes Märchen. Das ist eine ganz coole Atmosphäre. Ich mag das Bild, so auf einer Bank zu sitzen und mit Freunden einen Song singen. Das kenne ich doch. Lemon Tree. Oh, Lemon Tree. Dieses Lemon Tree Pizzicato, womit Sie da anfangen, was Sie den ganzen Song auf durchziehen, das ist recht nervig. Also bis jetzt der Song mit der besten Message, muss ich sagen. So eine moderne Nicole. I think it's very daring in the age of Technicolor everything to send something so simple. Who's next? Das finde ich so sympathisch und so süß umgesetzt. Die Idee mit dem Stuhl ist gut. Hoffentlich kriegen Sie den im Flieger, den Stuhl nach bis nach Tel Aviv. Die hat so einen ganz klaren Blick. Die scheint mich anzugucken und mir das die ganze Zeit zu erklären. Ich singe jetzt ganz hoch, aber auch tief. Ich stell mir vor, sie steht irgendwie nachts an der Terrassentür und schaut dich einfach mit diesem Blick dadurch an. Vor allem, weil sie auch singt, Love is forever. So noch. Auf jeden Fall, jeder Stalker fühlt sich aber auf jeden Fall abgeholt bei dem Song, glaube ich. Aber optisch muss ich sagen, das ist keine Beleidigung. Sie erinnert mich irgendwie an Stefan. Amore pour toujours, amore pour toujours et tout le monde, amore pour toujours. Oh Mann, Stefan, Konzi hat wirklich recht, mit ein bisschen Lippenstift. Geil. Ich finde den Blick überhaupt nicht so komisch. Anstrengend. Ich finde, die ganze die ist Zeit einfach muss man, wach. Die muss bringt man, mir eine Botschaft nach. Was denn? Zeit muss man, ja, muss man Tel Aviv Postcard drehen, dann wieder hier hinjetten, Songchecks moderieren. Verstehe. Oh Gott, ist das anstrengend. Verstehe. Ja, Mensch, du, der Druck aber bei Leonora zu Hause ist hoch in Dänemark, denn sie wird da ganz schön gehypt, wird schon als dänische Lena wäre ein bisschen merkwürdig, als dänische Lena gefeiert. Und natürlich ist man auch zu Recht aufgeregt, weil ihren Song hat Lise Kabel mitgeschrieben, die auch Only Teardrops geschrieben hat. Und das kann natürlich ein tolles Omen sein. Ja. Muss auch nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht. Was sagst du, Stefan? Ja, ich finde, sie hat einen strategischen Fehler gemacht. Sie hätte nicht Deutsch oder Englisch als Sprache nehmen müssen, sondern sowas wie Moldawisch oder gibt es in Nordmazedonien eine eigene Sprache? Das weiß ich nicht. Ärgert mich gerade. Aber das wäre zum Beispiel Albanisch. Songs, wo schon wenige 100 bis 1000 Votes ausreichen, um in die Punkte zu kommen. Da hätte sie sich richtig hochkatapultieren also, können. Falls ihr jemals beim ESC teilnehmen wollt, dann meldet euch bei Stefan, weil der ist ein Top-Berater. Mhm. Du hast wahrscheinlich auch diese Klickarmee da vorgestern bestellt. Mhm. Gucken wir mal, was ihr zu Leonora sagt. Einfach schreibt. Achso, Moment, warte mal, bevor wir kommentieren. Ja, das war gerade ein bei gutes, der Herzchen-Challenge. Genau, gutes Stichwort. Wie ist denn gerade der Stand bei der Herzchen-Challenge? Hat Stefan schon wieder seine halbe Frage? Ah. Oh, guck mal, spannend. Stefan. Ja, man muss jetzt allerdings sagen, ich höre gerade. Es gab Probleme bei der Auszählung und es sind weniger Herzchen geworden, weil sie einen Bot rausschmeißen mussten, der dich
gefeatured hat. Das ist wahrscheinlich der gleiche Bot, der bei dir geklickt hat. Oder deine 18-köpfige Großfamilie, die immer in Bielefeld sitzt und so. Klick, 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 klick. Du, es ist so unfair. Nein, du kannst nicht ernsthaft einen Bot organisieren, nein. Alina. Nein, ich finde das nur fair. Ich würde es auch schön finden, wenn du wieder was machst, weil da haben wir dann alle was davon. Das ist dann auch sehr lustig. So, also, jetzt einfach. Den wollte ich gerade vorlesen. Der schreibt, ich hoffe, dass sie ins Finale kommt und in der Running Order direkt vor Island kommt. Love is forever und dann Island wäre lustig. Das stimmt. Da würden die, die Menschen, die das aussuchen, mal Humor beweisen. Ne? Ja, Flehen und 4 schreibt, könnte auch eine Werbung für XXXL sein. Stimmt. Irgendwie wegen dem Stuhl? Ja. Ah ja, okay. Smart. Interessant. Vasti schreibt, wenn es auf einer Rolf Zukowski-CD zu finden wäre, würde ich nicht sagen, aber als ESC-Beitrag leider nicht geeignet. GEF schreibt, könnte aber auch aus einem Horrorfilm sein, in dem das kleine Mädchen alle umbringt und dabei Liebe ist für alle trillert. Oh, das stimmt, das hat ein Kollege von uns auch gesagt. Das ist so, als würde sie singen, ich habe alle eure Kinder umgebracht, love is forever, alle sind tot. Ja, ich weiß nicht, also die einen interpretieren das so, ich sehe das gar nicht so. Das ist eine subversive Message, die diesem Song im Zweifel nur helfen kann. Reisefee hat eine ganz andere Assoziation, schreibt, warum muss ich an La La Land denken? Ja, weil das dieser positive Vibe ist mit dieser brodelnden unter der Oberfläche brodelt es ein bisschen. So, Alina, wie viele Punkte gibst du denn für Leonora? Ich haust gebe jetzt mal richtig rein. Gute Punkte. Sehr gute Punkte von mir. 8 Punkte von dir, 5 Punkte von mir und 5,9 Punkte von euch für Leonora mit Love is Forever. Liebe ist ein weites Feld beim ESC und auch John Lundwig beackert diesen fruchtbaren Boden. Er fragt, ist es zu spät für die Liebe? Nein, natürlich nicht und es mangelt ihm auch nicht an Selbstbewusstsein, denn er sagt, er könnte die Sonne in eurer dunklen Nacht sein. Ob der Funke wirklich übertritt, entscheidet ihr. Für Schweden John Lundwig mit Too Late for Love. Stefan, aber er joggt nicht, er tanzt. Oh, ich finde es so toll, ernsthaft. Der Song, wenn ich den auf Spotify höre, dann passiert gar nicht bei mir. Oh. Aber wenn man das sieht, meine Güte, was sind das für Vibes? Oh, Alina. Ja, ich finde ihn auch gut, aber nur bis Sekunde 57 ungefähr. Wenn es losgeht. Ja, genau das. Ich finde, also er transportiert eine unglaubliche Stimmung. Wer kann sich dem entziehen? Schweden. So, da sind wir jetzt natürlich alle gespannt. Lass mich raten, ein einzelner junger Mann, der gut aussieht. Wow. Das wünscht man sich doch. Große Emotionen auf einer großen ESC-Bühne. Geil. Ja. Oh. Mega. Guck mal, die haben voll alle so eine geile Attitude. Alle können sich geil bewegen. Soul-Pop, positiv, gut gesungen, mit dem Gospelchor im Hintergrund. Klasse Stimmung und dazu noch ein moderner Beat. Die hat total viel Wumm, diese Nummer. Und es fängt fast balladesk an, aber dann geht die richtig die Sonne auf. Geile Stimme und ein mega sympathischer Typ. Ich feiere das. Guck mal, wie entspannt der da steht. Voll entspannt. Da habe ich so das Gefühl, das singt der nur für mich jetzt. Vor allen Dingen hat so richtig so diesen Hüftschwung. Ich glaube auch generell, dass er einer der stärksten Sänger im Wettbewerb ist und deswegen ein potenzieller Jury-Sieger ist. Also ich finde den Song jetzt gar nicht so ultra spannend, aber ich finde, er performt das geil und wenn er dann auch noch diesen Gospelchor da hat und so, dann finde ich es geil. Und dann ist das noch eine Musikfarbe, die es beim ESC sowieso kaum gibt und auch in diesem Jahr kaum vertreten ist. Und deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, das wird wieder richtig gut laufen für Schweden. Schweden würde mit Irland von den Siegen her gleichziehen, würde es gewinnen. Es ist möglich. Garantiert ein guter Platz für Schweden. Top 5. Top 3. Völlig verdient aber auch.
ich finde, es ist so ein bisschen so, wie wenn man einen Eisbecher hat und der ist lecker, da ist auch Sahne oben drauf und dann kommt jemand und öffnet so eine Flasche Eierlikör und kippt die noch komplett oben rüber. Und dann noch Kiwisauce genau oben das drüber. Passiert nach einer Minute, yes. Wenn der Gospelchor kommt. Das ist mir einfach zu viel. Ich finde, es ohne hätte er es auch tragen können, alleine oder mit Backings, aber das ist dann einfach eine Spur zu drüber. Das ist mir dann zu süß, das ist zu viel. Öffne doch mal dein Herz, Alina. Nee, lass die Stimmung rein. Ich muss dir sagen, ich bin nicht die Einzige, der das aufgefallen ist. Es gibt auch noch andere Stimmen zu John Ludwig. Es gab schon deutlich bessere Nummern aus Schweden, muss man ganz ehrlich sagen. Mein Geschmack ist eher, muss schon fast sagen, wie immer, nicht. Da finde ich, gibt die schwedische Musikszene durchaus Besseres her. Ach, und diese Melodie im Refrain, da denkst du, die hat ein kleines Kind sich ausgedacht. Aber ich könnte mir trotzdem eine Top-5-Platzierung mal wieder für Schweden vorstellen. You know, I was at a really nice restaurant in Paris. It was very, very expensive. I got real, real sick and needed to vomit. My point is this. This song is expensive, yes. This song is polished, yes. This song is well presented, yes. I still would not want to repeat that meal. I don't want to repeat this song. Expensive does not mean quality. Ja, übrigens hier bei Mr. Hot oder Not auf unserer Seite, da würde ich 12 Punkte geben. Für den Song eher nicht so viel. Interessant fand ich aber, als ich über John Ludwig mich so ein bisschen eingelesen habe, dass er seine Karriere als Songwriter begann. Der hat ja gar nicht als Sänger gestartet, sondern der hat Lieder für andere geschrieben. Unter anderem hat er auch mitgeschrieben bei dem Lied, was auf der Hochzeit von Prinzessin Victoria und ihrem Ehemann Daniel lief. Diese also er ist Hofkomponist, ja. Und er hat auch das Lied von seinem Mitkonkurrenten jetzt in diesem Jahr geschrieben, von Michael Rice, mitgeschrieben. Ja. Also er ist multitalentiert und offensichtlich hat dann irgendjemand mal gesagt, Mensch Junge, geh doch selber mal vors Mikro. Und er war ja, ich meine, er war letztes Jahr bei Mello auch dabei und hat den dritten Platz belegt mit My Turn. Und er hat ja immer gesagt, er ist so der Ballad Guy und er macht eher die ruhigeren, smootheren Sachen. Und dieses Jahr hat er sich emanzipiert und hat sogar den Gospelchor aus Washington D.C. einfliegen lassen, oha, weil er auch ein Pro ist. So. Ne? Und ich finde, das passt richtig gut. My Turn letztes Jahr, das war einfach viel zu langweilig. Der hätte keine Chance gehabt beim ESC. Und jetzt, also Top 5 in jedem Fall. Ja. Diese Stimmung. Und dieses Jahr hat es dann viel besser für ihn geklappt. 8 internationale Jurys haben ihm die volle Punktzahl gegeben. Krass, vielleicht nicht ist schlecht. Das ja schon dann doch ein Omen, was auf jeden Fall die Jurypunkte betrifft, weil die waren ja auch im letzten Jahr sehr vorteilhaft für Schweden. Ray Ray schreibt, Cesar Sampson gab es letztes Jahr, die einen wiederholen Fuego und hier versucht man sich erneut an Nobody But You, mir fehlt die Originalität. Alina Lover schreibt, oha, sie haben die LED-Wand von Benjamin Ingrosso einfach an die Decke gehängt. Ja, warte, ich frage mich auch, ja, ob ihm der Song unter einer Straßenlaterne eingefallen ist. Das hat er zusammen mit Serhat in Köln, in den Straßen Köln, zu 5 Minuten geschrieben, abends, als sie eintrinken waren. Fire schreibt uns, oh mein Gott, so geil und diese Gospel-Parts sind Gänsehaut pur. Also das Finale ist ja schon mal sowas von sicher, meine Top 5 mindestens. Stefan, was für ein geiles Hemd schreibt. Oh Mann, geiles Lied, geiler Groove, geiler Typ. Ich finde die Performance nur etwas zu unspektakulär. Ja. Aber ich lese hier gerade einen Kommentar. Tutengag schreibt an mich. Du wolltest doch Kite zum Geburtstag gratulieren. Das ist einer unserer Zuschauer. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kite, wenn du heute Geburtstag hast. Wir gratulieren dir herzlich. Über Schwedens Song will ich aber leider nicht sagen. Schade, Schweden. Hm. Und Love Yuri schreibt, man kann schon Ähnlichkeiten zu Bigger Than Us hören. Ja, weil er den auch geschrieben hat. Ja. Es war ja auch so, es war ja sogar so, dass beide Songs hat er seinem Label geschickt und gefragt, mit welchem soll ich antreten bei Mello. Und dann hat das Label gesagt, nimm Too Late for Love. Und Bigger Than Us hat dann ja auch noch eine Verwendung gefunden. Schauen wir mal auf die Punkte, Stefan. Wenn du so begeistert bist, dann hast du sich ja ganz hoch in die Punkteschatulle gegriffen. 10 Punkte von Stefan. I can be there. Unglaublich. I will be there. 6 Punkte von mir und im Schnitt gibt es 7,6 Punkte von euch für Schweden. Talentschmiede FM4, der Jugendsender des ORF, der hat sie zuerst entdeckt. 2016 hat Paenda mit Waves einigen Alpenschnee aufgewirbelt und deshalb schickt sie der ORF jetzt zum ESC. In ihrem Song geht es darum, dass hinter einem Lächeln manchmal auch etwas Schmerz steckt, dass man den aber nicht verstecken soll. Limits von Paenda für Österreich.
Vielleicht irgendwann auch wieder lauter werden. Ja, ein Wechsel. Kommt. Ja, das passiert bei dem Song gar nicht. Eher nicht, nee. Und ja, nicht nur wir sind so ein bisschen irritiert, wir beide von dieser Ruhigkeit, sondern auch unsere Experten. Also mit diesem Song ist es auch wie mit so einem Feuerwerkskörper, ne? Schöne Stimme. Du zündest die Zündschnur an. Jetzt bin ich gespannt, weil es klingt ein bisschen, als ob sich da so ein Popsong anbahnt im Refrain. Es zischt. I'm talking about you. Und es passiert. Na? Wo ist der Refrain? Nichts. Das war der Refrain? Das war der Refrain? Ach so. Oh, okay. Sie singt zumindest schon mal Juhu, Uhu. Das ist fast wie Na-Na-Na. Nein, das ist nicht fast wie Na-Na-Na. Okay. Das ist kein Na-Na-Na. In der Vergangenheit hatten die Österreicher ja oft Songs, die wirklich Monate bis Jahre gebraucht haben, bis sie sich wirklich entfalten konnten. Und so ähnlich geht mir das mit dem Titel von Panda. Das Lied erreicht mich so überhaupt nicht. Ich finde ihn gut. Mir ist der Höhepunkt an der falschen Stelle. Ja, und zwar gar nicht, weil einfach nichts passiert in diesem Lied. Österreich stößt damit sehr an seine Limits. Naja, vielleicht 2029 wird es zu meinen Top 10 gehören. Im Augenblick, sorry. Ja, gute Laune macht's irgendwie nicht, ne? Aber das ist ja auch genau die Botschaft, die Panda setzen will, dass man eben oft so zum Lächeln gezwungen wird, obwohl es einem vielleicht nicht gut geht. Und genau das will sie so ein bisschen ausdrücken. Allerdings, glaube ich, hängt das total stark von der Stimmung des Publikums ab. Also wie man da zu Hause auf dem Sofa gerade sitzt oder in der Halle. Entweder kommt man mit ihr in die Stimmung oder es läuft völlig an einem vorbei. Hm, naja, also put down the facts. Sie hat eine tolle Stimme, sie hat den Song selbst geschrieben, sie hat eine tolle Ausstrahlung, sie ist sehr sympathisch und eine großartige Künstlerin. Ja. Das ist schon mal gut. Und es gibt noch ein paar mehr Sachen, die man sagen kann über den österreichischen Song oder über sie, die sehr positiv sind. Österreich mit einer mutigen Wahl. Interessant. Mutig. Auch sehr interessant. Sehr mutig. Sehr interessant. Das ist eng so eine Mischung aus beiden, deswegen bin ich gerade so am Hin und Her schwenken. Ich kann das nicht so einordnen. Das ist ein großes Glück, dass sie dieses Jahr dabei ist und das ziert diesen ESC-Jahrgang. Ja, wie so ein Kunstwerklied. Am Anfang fängt es ein bisschen zu zart an, wirkt ein bisschen langweilig, aber es kommt am Ende, es zieht einen rein. Es ist natürlich immer die Frage, ist es irgendwie gut anders oder schlecht anders? Und ich finde, dieser Song ist irgendwie ganz gut anders. Der Song gewinnt, je öfter man und je länger man ihn hört. Ich bin ganz sicher, dass Limits ins Finale kommt. Sie ist echt eine tolle Sängerin. Wir haben uns ihr Debütalbum angehört und sind da sofort bei Waves hängen geblieben, weil wir beide fanden, das wäre doch ein toller Song gewesen. Was Schnelleres steht ihr total gut. Und es gibt so eine lustige Geschichte, das haben unsere Kollegen bei ESC Kompakt im Interview erfahren von ihr, dass sie eigentlich ursprünglich ein ganz anderes Lied eingereicht hatte beim ORF. Die dann aber gesagt haben, ja, wir finden dich gut, wir würden aber gerne einen anderen Song von deinem neuen Album nehmen. Und Limits war dann ausgerechnet das einzige ruhige Lied auf ihrem Album, auf dem neuen, was jetzt rauskommt. Ich wurde ja einmal richtig gehatet, um das mal fortzuführen, 2016, als ich gesagt habe, Blackbird von Norman John kommt nicht ins Finale. Ja. Wir mussten alle unsere Votes abgeben. Da gab es Ärger. Es war richtig viel. Stefan. Richtig böse war das. Und was ist passiert? Obwohl es ein toller Song war, was ich auch nie bestritten habe, ist er nicht ins Finale gekommen. Weil Balladen beim ESC einfach es schwer haben, wenn sie nicht sehr besonders oder sehr bombastisch sind. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. 2017 war das übrigens in Kiew, nicht 2016 in Stockholm. Ja. Douglas Adams schreibt uns, einen Augenblick lang passierte gar nichts, dann ungefähr nach einer Sekunde oder so passierte immer noch nichts. Das ist natürlich ein bisschen hart. Und Josh Kaunarak schreibt, ihre Stimme durchbohrt meine Trommelfälle und das Lied ist furchtbar und furchtbar langweilig. Eine Juhu-Hook ist ja mal was ganz Originelles nicht. Okay, Only a Friend schreibt, manchmal Gänsehaut, manchmal Skip, kommt auf die Stimmung drauf an, genau was wir auch gesagt haben. Und Nicolas Vega schreibt, Panda ist so sympathisch, eine großartige Frau, das Lied ist wunderschön, aber nicht auffällig genug für den ESC. Ja, hier schreibt ein netter, wirklich toller Song, gute Lyrics, könnte das Dark Horse sein?
kann ja wirklich sein, dass wir es wirklich einfach alle gerade nicht erkennen. Oder wir beide. Ja, oder weißt du, was es ist? Es ist ein Intro. Der ganze Song klingt wie ein Intro. Also das sind die ersten 3 Minuten. Und weil man ja beim ESC nur so wenig Zeit hat, dann kann man ja nicht die 9 Minuten nehmen von einem Song. Und 2020 tritt sie wieder an und dann kommt der Teil, der richtig knallt. Vielleicht ist es so. Wir freuen uns natürlich trotzdem auf sie und auch, dass sie dabei ist, weil wir uns natürlich auch schon auf ein Interview mit Panda freuen. Und bestimmt hat die viel zu erzählen. Gerade die Message ist ja sehr wichtig von dem Song. Deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon mal, wenn unsere Punkte noch ein bisschen verhalten ausfallen. Was geben wir denn für Punkte? Ich leider nicht so viele. Du gibst 5 Punkte für Panda, ich gebe 4 Punkte für Panda und ihr gebt Panda mit Limits aus Österreich 4,9 Punkte. Lieder über den Vater könnten beim ESC eine eigene Kategorie werden. Und auch in diesem Jahr gibt es Lieder über den Vater. Mahmut, der nimmt uns mit in seine Familie, zurück in seine Kindheit. Und das ist kein leichter Gang für ihn, denn der Vater, der hat dort eine Lücke hinterlassen, die Mahmut versucht zu schließen. Und musikalisch schafft er das mit Soldi. Und mit diesen Kindheitserinnerungen fährt er jetzt nach Tel Aviv. Für Italien, Mahmut und Soldi. Avevi solo i soldi, come se avessi avuto soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Mi chiedevi come va, adesso come va. Für mich ist es das beste Lied des Jahrgangs. Ich finde es so toll, seine Stimme, die Machart, diese Unterbrechung. Er singt auf Italienisch, aber es ist kein Italo-Pop. Er erzählt uns eine Geschichte, hat eine Botschaft, wirkt dabei unnahbar und nicht aufdringlich. Ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Ich finde es total klasse. Er ist auch ein phänomenaler Mensch. Ja. Also hat eine interessante Geschichte. Also hat irgendwie ist ein Musiker, hat ein wirklich tiefes musikalisches Verständnis und hat sich was gedacht bei dem Song. Ja, und es bewegt einen eben auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wir sind begeistert. Er bringt total viel mit. Und auch unsere Experten, die wissen das durchaus zu schätzen. Nice temperamento. Soldi. Das finde ich ganz lässig irgendwie. Der hat richtig Flow. Ich finde, der hat so eine seltsame Aura. Absolut nicht sympathisch. Aber er macht es super. Finde ich geil. Wenn der anfängt zu singen, du willst sofort zuhören. Das ist so abwechslungsreich und anders und dann noch auf Italienisch. Und wann hörst du denn sowas mal? Songs aus Italien haben immer Relevanz beim Eurovision Song Contest. Die schneiden immer gut ab. Das liegt natürlich daran, dass dieses Musikfestival in Sanremo so traditionsreich und so niveauvoll ist. Es ist so kontrovers. Ich meine, wenn dann ein Mann wie Salvini dann gleich twittert, oh, ich hätte einen anderen Titel besser gefunden, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass genau der richtige Titel gewonnen hat. Da war dann schon dieses rhythmische Klatschen, was sofort drin bleibt. Und wenn das Klatschen kommt, muss immer so ein Blitz kommen, so zack, zack. Nur ein kleiner Tipp an die Italiener, falls ihr zuguckt. Er verkauft den Song auch richtig gut. Er singt das auch sehr gut. Der hat auf jeden Fall einen wahnsinnigen Rededrang, der gute Mann. Diese Art von Rap ist melodisch genug, dass er damit auch die etwas gemäßigteren Fans abholen kann. Er erzählt es auch so, dass man, auch wenn man die Sprache nicht versteht, mitbekommt, worum es ungefähr geht, also um diese Geschichte mit seinem Vater. Ähnlich wie Michael Schulte singt Mahmut eine Vater-Sohn-Story, aber irgendwie mit einer ganz anderen Wendung. Er ist ja total angepisst von seinem Vater, der sich am Ende sogar Geld von ihm leihen will. So mit diesem Haarschnitt und so, finde ich cool. Also der passt sich halt auch nicht an, sondern offensichtlich ist das so sein Ding. Es ist relativ klar, dass er homosexuell veranlagt ist, aber er sagt, er möchte nicht auf die Frage antworten, ob er jetzt einen Freund oder eine Freundin hat, weil schon dadurch würde er bei den Leuten in eine Schublade gesteckt werden. Und er sagt so, fuck it, ihr nehmt mich jetzt so oder nicht? Soldi ist absoluter Hit für mich. Wenn es an mir geht, gewinnt er. Mahmut aus Italien, das ist der Star von Tel Aviv, jetzt schon. Auch für mich ein Favorit, Italien, ganz weit vorne.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es allein schon so cool, dass er Ramadan und Jackie Chan in einer Strophe reimt. Das ist echt cool. Post Malone, wie viel Zeitgeist ist das denn? Ja. Das ist, ja, ne? Man merkt einfach, dass dieser Song einzigartig, besonders modern ist. Also die ganze Machart, und wenn man sein Werk anhört, er hat ja schon relativ viele Songs geschrieben, unter anderem auch den italienischen Sommer 2018. Und er spielt so mit Instrumenten und verschiedenen Klängen und eben verschiedenen Schnelligkeiten in einem Tempo. Und dann gibt es Halftime, Double Time, Drop, dies und das. Das wird man so toll inszenieren können auf der Bühne. Was können wir uns da freuen? Ja, nee, wir können uns auf einiges freuen. Und ich finde das so schön, diese Geschichte, die er erzählt, das macht den Song natürlich auch immer gleich interessanter. Und diese Geldthematik, die ist ja auch so ein bisschen auf einer Metaebene zu verstehen und auch etwas, was wahrscheinlich viele Leute selber als Erfahrung mitbringen, dass eben Geld auch eine Familie verändern kann, beziehungsweise überhaupt das Thema Geld natürlich auch Beziehung irgendwie verändert. Und das verarbeitet er eben auch noch mit. Das finde ich total, total spannend. Es gab eine Kontroverse beim italienischen Vorentscheid. Ja, in Sanremo. Also er war so ein bisschen, könnte man auch sagen, nochmal ein Überraschungssieger. Am Ende stand er ja mit Evolo und Ultimo im Finale. Und dann hat die Televotes hätten eher für Ultimo entschieden. Und durch die Jurypunkte ist dann Mahmoud der Gewinner geworden. Und dann hat der Innenminister Matteo Salvini, das hat Irving gerade schon im Einspieler erzählt, getwittert, ist das wirklich das schönste Lied? Ich hätte mir Ultimo gewünscht. Und daraufhin hat dann der Luigi Di Maio, ein anderer Minister aus dem Kabinett, noch nachgelegt und hat sich aufgeregt über Sanremo an sich und hat gesagt, wenn die Leute doch Geld dafür bezahlen und die Televoter etwas anderes wollten, dann sollte man die Regeln ändern, denn da in der Jury sitzen ja eh nur Journalisten und so radikaler Schick, die Eliten quasi, die vom Volk entfernt sind, und hat das dann so ein bisschen populistisch genutzt. Und natürlich stehen diese beiden auch für eine sehr restriktive Einwanderungspolitik, weswegen dann so Rassismusvorwürfe auch im Raum standen. Und Ermal Meta, der Kandidat aus dem letzten Jahr aus Italien, der hat dann auch sich gemeldet und hat gesagt, Musik sollte gar keinen Pass haben. Und wenn ihr es schon wissen wollt, Mahmoud ist Italiener, klar, weil er ist in Mailand geboren. Er ist hier aufgewachsen, aber es sollte einfach keine Rolle spielen. Ich finde es auch ziemlich dumm, das Sanremo-Festival zu kritisieren und die Auswahlkriterien bei dem Erfolg, den Italien beim ESC in den letzten Jahren hatte. Da sollte man sich mal mit irgendwas beschäftigen, bevor man dazu was sagt. So, kommen wir zu den Kommentaren. Gibt der Erfolg ja auch mal Mut recht. Ja. Dieses Nasale. Und dann gewinnt er auch noch gegen Ramazzotti. Ja. Der Refrain ist aufdringlich geil, schreibt Fifek. Der Weg dahin ist etwas zäh. Ja. Ellie Abort schreibt, eine Klasse für sich, sprachlich, rhythmisch, inhaltlich, ästhetisch. Italien bewahrt seine ganz eigene Identität und Mahmoud ist ein absoluter Gewinn für Italien, Europa und darüber hinaus. Okay. Irland 2018 schreibt, Soldi ist so berührend. Ich finde es großartig, mein Favorit nach Belgien. Oh, okay. ESC-Lover Juni schreibt uns, man kann auch schöner über seinen Vater singen, siehe Michael Schulte. Ich finde, Mahmoud sieht aus wie ein Schwerverbrecher mit den ganzen Ketten und dem Bimbam. Aber dazu muss man sagen, Michael Schulte hatte vielleicht auch ein anderes Verhältnis zu seinem Vater als Mahmoud. Und ESC-Conchita schreibt, so schön, verstehe nicht, warum sie nicht gemocht wird. Oh nee, das war noch ein Kommentar zu Österreich. Den sparen wir uns. Mr. Unicorn noch einmal zum Abschluss. Soldi, 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 clap, clap, ich liebe es. So, und in Punkten, ich muss wirklich jetzt schon mal sagen, ich habe diesmal hoch in die Punkteschatulle gegriffen. Ich wollte ein einziges Mal die volle Punktzahl vergeben im Songcheck und das mache ich bei Italien. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Ich war auch, du bist ganz kurz davor und ihr seid auch relativ großzügig, kann man sagen. Ich glaube, eine höhere Punktzahl habe ich jetzt in letzter Zeit nicht von euch gesehen. Im Schnitt gebt ihr 9,7 Punkte für Italien. Perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, lasci la città ma nessuno lo sa, vieni, vieni qua, ora dove sei papà, mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va. John Lundvik aus Schweden ist ja bei diesem ESC zweimal vertreten. Er hat nämlich auch Bigger Than Us geschrieben für Michael Rice, der damit für Großbritannien antritt. Michael Rice sagt selbst über diesen Song, gerade in dieser Zeit, gerade in diesem Jahr, ist es eine gute Gelegenheit, um, Zitat, zu zeigen, dass auch wir in der Lage sind zu lieben. Wie süß ist das denn? Für Großbritannien Michael Rice mit Bigger Than Us. It's bigger than you and me. It's bigger than us. It's bigger than everything we see. 'Cause I can feel the universe when I'm feeling you breathe.
Alina, ich habe es dir immer gesagt, sie sind überall und ich werde es dir beweisen. Pass auf, hier ist Michael Rice, er ist nur der Kopf eines internationalen ESC-Komplotts. Schauen wir mal, der Song von Michael Rice wurde von Jonas Thunder, von John Lundvik und von Laurel Barker geschrieben. Die hat auch die Songs für die Sisters geschrieben und für Luca Henny. Jonas Thunder hat auch den Song für den zweiten Song von Donny Montell geschrieben und den Song von John Lundvik im letzten Jahr. Und den Song von John Lundvik in diesem Jahr hat Anders Vreto geschrieben, der gemeinsam mit Alex Papakonstantino unter anderem den Song für Eleni Foera geschrieben hat im letzten Jahr, aber auch den Song für Aysel und Arash, den sie 2009 für Aserbaidschan gesungen haben. Außerdem hat er, Alex Papakonstantino, den Song für Tamta geschrieben. Deren Choreografin hat im letzten Jahr die Choreografie für Eleni Foera gemacht und macht dieses Jahr die Choreografie für Luca Henny, der wiederum 2012 in einem Radiointerview wie mit Daniele Negroni seine Top-Songs gewählt hat. Und wer war da auf Platz 7? Arash! Sie sind alle zusammen. Und das ist nur der Gipfel. Hier unten geht es noch weiter. Wir werden dominiert von einem ESC-Illuminaten-Wahnsinnskreis. Alles ein großer Inzest. Lass uns weiter über Michael Rice sprechen, weil das, was ich am meisten irritierend finde, ist diese Gestik. Ne? Er ist so ein kleiner, hat einen kleinen Flummi verschluckt. Aber... Ach so. Ah ja, macht schon wieder Werbung. Aber man muss sagen, toller Song, irgendwie sehr typisch britisch, aber auch gut typisch britisch. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es der weltbewegendste Song aller Zeiten ist, aber auf jeden Fall hat er, finde ich, in Interviews und auf der Bühne eine ganz positive, eine wirklich tolle, authentische Art und das finde ich total toll. Also ich mag ihn als Sänger sehr gerne und da gibt es auch einige unserer Experten, die das ähnlich sehen. Also die gute Nachricht ist, es ist der beste britische Beitrag seit Jahren. Die schlechte Nachricht ist, das heißt leider gar nichts. Diesmal schickt das Vereinigte Königreich einen richtig guten Sänger. Ein Mann, der früher als Straßenmusiker gearbeitet hat, der eine mächtige Stimme hat, vor allen Dingen, der unheimlich dynamisch und energievoll singen kann. Das gefällt mir gut. Das ist keine ästhetische Sensation. Das ist auch nicht wirklich interessant, aber es ist eben auch nicht langweilig. Ziemlich langweilig. Super langweilig. Der Song ist glatt geleckt wie nichts Gutes. Da ist keine Ecke, keine Kante. Es ist so ein Song, den auch locker Blue vor 10 Jahren hätte singen können. Jahr für Jahr schickt Großbritannien irgendwelche ewiggestrigen Songs zum ESC und fragt sich dann, warum sind wir schon wieder nur 24. geworden? Ich kann es euch sagen, weil das Lied einfach öde ist und weil die Performance nichts Besonderes ist. Er improvisiert sehr viel und legt wahnsinnig viel Emotion rein. Aber warum bewegt er sich so? Wer hat ihm das gesagt? You will never be alone. Ja, ein bisschen viele Hände so, aber so finde ich den echt ganz sympathisch. Michael Rice ist auch irgendwie sympathisch. Der hat in Großbritannien eine Talentshow gewonnen, hat da 50.000 Pfund Preisgeld gekriegt und dafür einen Waffelladen Hartlepool aufgemacht. Und das finde ich mega sympathisch. Mega sympathisch. Und dann kommt er da und singt dieses schreckliche Lied, wo man 1970 gesagt hätte, das klingt aber ein bisschen wie von gestern. If this is bigger than us, then we're very, very small. Ich finde, der hat einen guten Platz verdient. Vielleicht mit Glück irgendwas zwischen 15 und 20, aber ja, wird schwierig, glaube ich, wird echt schwierig. Eine solide, gute Ballade, aber vielleicht nicht gut genug, um ganz vorne zu landen. Nee, so viele Sorgen mache ich mir nicht. Ich hoffe nur, dass er keine Nadelstreifen in Tel Aviv trägt, dann ist alles schick. Mhm. Aber sonst ist doch gut. Ja, ich würde es ihm auch sehr gönnen. Er hat noch erzählt in einem Interview vor 2 Jahren oder 3 Jahren, musste raus aus seinem Auto, musste sein Auto verkaufen, musste mit einer Fastfood-Kette arbeiten und jetzt das. Und dann diese Waffelladengeschichte. Ja, vielleicht singt er über die Waffel der Träume. Bigger than us. Also, was ich dabei eigentlich zu sagen wollte, in dieser Show, da ging es ja darum, 100 Juroren zu überzeugen von seinen Gesangskünsten. Und dann wird immer geschaut, wie viele Juroren kann man überzeugen. Und er war der Erste und einer von 2 Menschen bisher, die alle 100 einmal überzeugen konnten. Wahnsinn. Spricht sehr für seine Ausstrahlung. Ja. Er ist ein guter Typ, wirklich. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, was ihr zu Michael Rice sagt. Lucius schreibt uns, mein Hirn sagt mir, nein, das ist Schwachsinn, 1000-mal gehört, das kannst du nicht gut finden. Meine Intuition sagt mir, einfach geil. Rai Rai, England wird für eine Überraschung im Finale sorgen. Der Song ist ganz passabel und wird mit der richtigen Bühnenshow à la Lucy Jones eine gute Platzierung ergattern.
ESC Jonas ist sich sicher, wird im Finale sicher Letzter. Bei der Choreo wird wohl der Heißluftballon von Irland 2017 zum Einsatz kommen. ESC Frankie schreibt, wunderschöner, emotionaler Song. Er sollte das Ganze geschreien lassen, hat der Song nicht nötig. Ich finde, er schreit gar nicht so viel. Nee, so viel. Da gibt es noch ganz andere Kandidaten. Hier, für dich, Stefan. Charles schreibt, deine Erklärungen sind eine Sensation, Stefan. Dafür 47 Herzchen von mir. Ja, die Hälfte, Stichwort. Die Hälfte der Herzchen geben wir aber weiter an die Redaktion, an die diese Idee vorbereitet hat. Das muss man ja auch mal sagen. Gutes Stichwort. Ihr könnt jetzt noch Herzchen vergeben. Wir schließen gleich die Challenge, die Herzchen-Challenge. Also klickt noch. Klickt ganz viel. So und jetzt vergeben wir Punkte. Jetzt vergeben wir Punkte. Ich bin ganz gespannt. Kann er Soldi noch vom Thron schossen? Ja, das glaube ich nicht. Aber wir schauen uns mal die Punkte an. Ja, du gibst immerhin 8 Punkte für Michael Reis. Ich gebe 6 Punkte und ihr gebt 5,7 Punkte für Michael Reis mit Bigger Than Us. Ich finde, das ist eine schöne Hymne. Toll, ja. Allerdings ist es diesmal gar nicht so spannend bei Songcheck 3, was den Gewinner betrifft, Luca oder? Luca oder Mahmut. Luca oder Mahmut. Wir werden jetzt den Gewinner des heutigen Songchecks küren, gemeinsam mit euch. Und ich bin nicht so gespannt wie sonst. Ich kann es mir schon fast denken. 10,4. Ja. Das ist ein Wahnsinnswert. Das hatten wir noch nie. Also Mahmut gewinnt unseren Songcheck heute mit 10,4 Punkten von euch und von uns. Und ist auch ein ernsthafter Kandidat für den Gesamtsieg. Aber es kommt ja noch... Habt ihr es alle erkannt? Ich schon, aber ich höre das ja jeden Tag von Stefan vorgesungen. Das werden wir dann im nächsten Songcheck bearbeiten. Aber bevor ihr jetzt alle ausschaltet, halt, es gibt noch eine Herzchen-Challenge zu gewinnen oder zu verlieren. Und es gibt auch eine Bestrafung, die aufgelöst werden muss. Das war lustig. Fangen wir an? Gucken wir uns das erstmal an. Okay, gut. Geht um die Challenge von Alina. Freut mich, dass ihr alle vielen Dank dabei seid. Und die 50 Euro für die Karte bezahlt habt. Alina, 3 Songs sollst du gurgeln. Beginne bitte. John Ludwig, Too Late for Love. Ah, falsch. Hier kommt Song Nummer 2. Sehr hart, na. Ach so, Island. Ach so, Love is Forever. Yeah. Jetzt aber nicht mehr gut, Stefan, oder? Boah. Du machst das toll, Alina. Der Kork. Das ist aber Too Late for Love. Dirty Dancing. Super. Yay. Boah, jetzt bin ich blau. Sollte Dirty Dancing heißen eigentlich? Ja. Das habe ich schon in 15.000 Kommentaren auf YouTube gesehen. Warum nennt ihr nicht einfach Dirty Dancing? Aber She Got Me ist natürlich auch schön. Sagt, ich habe immer noch einen Sitzen auf leeren Magen. Es war wirklich sehr lustig. Ihr habt jetzt nur 20 Sekunden von 30 Minuten Gurgelei gesehen. Das gibt's nur einmal. Das ist vorbei. Wir wollen jetzt sehen, wer hat denn heute die Herzchen-Challenge gewonnen und wer hat sie verloren und muss mit einer fiesen Bestrafung rechnen. Also gurgeln möchte ich nicht nochmal. Auch nicht mit Weißwein. Es war kein Spaß. Stefan, was glaubst du? Ich fürchte leider, du hast gewonnen. Aber das ist doch okay. Naja, aber du hast doch diese Bots. Oh nein. Oh, so knapp. Stefan verliert leider die Herzchen-Challenge, obwohl ich persönlich weiß, dass viele Leute zu Hause sitzen und für Stefan klicken. Vielen aber Dank es kann all, halt nicht mir ihre Herzen jeden geben. Tag hier funktionieren. Deswegen gibt es die jetzt Bot-Armee, Alina. Ja, wer weiß. Das ist das Allerletzte. Wer weiß. Ihr könnt weitermachen. So, lieber Stefan, in der nächsten Songcheck-Sendung am Donnerstag reden wir auch über Malta. Darum sei ein Chamäleon und performe für uns diesen Song von Michaela Patsche.
Ja, dann mal los. Ja, ich glaube, das ist eine schöne Strafe. Ich liebe es, dich tanzen zu sehen. Das ist ein großer Genuss. Und ich liebe es nicht, mich tanzen zu sehen. Ich kann nämlich überhaupt nicht tanzen. Ihr werdet das am Donnerstag erleben. Da geht es dann weiter mit Songcheck 4. Das ist dann schon die letzte Sendung. Oh Gott. Ja. Ich werde jetzt schon ganz wehmütig. Schaltet wieder ein, seid dabei, diskutiert mit uns und vielen Dank, dass ihr heute so schön mitdiskutiert habt. Bevor wir jetzt zum Ende kommen und dann gleich noch diese anonyme Künstlertruppe zeigen, die die ganzen Songs dargestellt hat, gibt es noch ein paar Ankündigungen, die ganz wichtig sind. Zum einen gibt es... die wir jetzt verlesen. Ja, es gibt Ende Juni die UNESCO in Hannover. Das ist ein Event, wo ein Orchester mit verschiedenen ESC-Stars, zum Beispiel Elina Nechayeva. Ja. Genau. Oder falls ihr euch fragt, wo sind eigentlich die Katzen? Ja, sie ist Kaya auch da. Tim wird auch da sein. Ja. Ja, und es werden halt von einem Orchester auch teilweise instrumental, teilweise von anderen Menschen so ganz viele ESC-Klassiker gespielt. Zum Beispiel Conchita wird gespielt, Heroes und so weiter und so fort. Das ist so ein richtig, also glaube ich, wird irgendwie sehr besonders und cool. Und das Lustigste ist, du moderierst und du ich auch. Schlummere hinter der Bühne rum. Und Irving auch. Weitere Informationen natürlich auf eurovision.de. Und jetzt wollen wir euch dieses anonyme Künstlerkollektiv nicht vorenthalten, das die Songs aus dieser Sendung nochmal ganz neu interpretiert. Wir sehen uns am Donnerstag. Tschüss. Ciao. Bis dann. Let's do this. Hair. More hair. More hair. Wind. Oh, beautiful. Soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi.